Ich würde mal wissen, ob hier auch noch so eine Art Pressesprecher ist, der kurz mal erzählen könnte, was hier passiert ist. Also es gibt hier definitiv keinen Pressesprecher. Okay. Und ob es irgendwie Menschen zu Schaden gekommen sind? Weiß ich nicht, tatsächlich. Sind keine. Also heute Nacht, um wann ging das los? 23.18 Uhr gestern. 23.18 Uhr soll das losgegangen sein. Und die wurden alle evakuiert, die Anwohner? Kann ich Ihnen noch nicht sagen. Ach so. Also wir wissen jedenfalls, dass niemand verletzt wurde und keiner zu Tode gekommen ist und dass es gebrannt hat. Mehr können wir momentan erstmal dazu noch nicht sagen. You can see here, genau, as you can see here, it was extended to the other. Kannst du das nochmal machen? Can you repeat it once more, please? Okay. As you can see here, the first fire was extinguished in the first building, but it was extended to the other building, and they tried to extinguish the other one and started again in the other building. Mm-hmm. In fact, I have no picture and videos, but in this part of the building was really big at this moment. Mm-hmm. In fact, you can see here the time, 10 to 1, but they finish to extinguish completely at 3:30. Here in this video was the beginning of this area. This part was really big, like here, with very big fire. Because you can see here the first area, and then when they extinguished this part, the fire came here. In this wall and all this part. And this part was really big as well, with very big fire. I mean, with the music, with the people, it was impossible to know that there was a big fire here. So I was thinking, oh my god, is someone have a dog in this building, and this building is on fire, and this person is here in the party. Yeah, crazy. Da war ja gestern hier dieses Beckstraßenfest, ne? Ja, genau. Und dann fing ja irgendwann um 23.30 Uhr, also brannte das hier Licht irgendwo, ne? Ja, das habe ich auch mitbekommen. Eine Freundin von mir kam dann irgendwann, ich glaube gegen 12 zu mir und meinte, hey, passt ein bisschen auf, ne? Oder also macht mal hier weiter so, aber es brennt halt da hinten und es sind irgendwie 50 Feuerwehrautos da. Und es war, also hier hat man nichts mitbekommen, weil hier alles der Trubel da war. Aber sobald man auf die Straße gegangen ist, waren die Autos bis runter zum neuen Pferdemarkt, die ganzen Feuerwehrautos und so. Also war wohl richtig Action hier, ne? Und es war so ein bisschen paradox, weil man hier gefeiert hat und irgendwie davon nichts so richtig mitbekommen hat. Und 50 Meter weiter ist da so ein Horrorszenario, ne? Moin, na,